Ich glaube, dann verwende ich jetzt mein Nitro. Ich fahre jetzt mal eben hier durch. Und yeah, ganz klar. So, jetzt keine Probleme mehr. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich das letzte Rennen auch noch fahren. Ich meine, wir kriegen ja immer ein Auto als Belohnung. Das ist doch schon mal in keinster Weise schlecht und nochmal den Rekord gebrochen. So. Jetzt fahren wir links rum, sagt das Navi. Nächste Abfahrt links. Kein Problem. Jetzt rechts abbiegen. Dem Verlauf der Straße folgen. Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Nein, danke natürlich. Hier wird sich natürlich in keinster Weise an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Das hier ist eine Rennstrecke. Und keine Rennstrecke für Weicheier, sondern für Rennstrecken, sondern Rennstrecken für Männers. So. Wir machen uns hier mal eben aus dem Staub und fahren jetzt dann gleich mal, würde ich sagen, ganz genüsslich und gemütlich ins Ziel, während die anderen Opfer noch hinter uns hereiern. Und gewonnen. Ja, das ist auch sehr gut. Was ein länger Tipp. Und so lang sind die Ladezeiten dann auch nicht, dass man sich das alles durchlesen kann. Boah, krass, muss ich das jetzt echt noch fahren? Oh, nee. Ach, du Heiliger. Wehe, ich habe das danach nicht dominiert. Das wäre ein bisschen assi. Ach, wie ich mich schon aufs Rennen freue. Das kann nämlich extrem lange dauern. So, dann holen wir doch einfach mal die Topzeit. Mal ganz ebenso chillig in 3 Runden. Dürfte das eigentlich kein Problem sein. Sieht das nicht schön aus hier? Ach, einfach nur genial. Ich meine, ich sehe das alles wie ihr auf YouTube, weil ich nehme es in 720p direkt auf. Ist einfach komfortabler. Läuft ein Tacken ruckelfreier und ja, weniger Zeit zum Rendern, würde ich sagen. Und in 1080p, da uploade ich mich dumm und dusselig, also das geht gar nicht. Oh, du Trantüte. Oh nee, blöde KI, ey, die sind doch so stundsdoof. Ja, das ist auch so ein Punkt, der bei Need for Speed Undercover voll ausgesetzt hat. Also da stand KI nicht für künstliche Intelligenz, sondern einfach mal für keine Intelligenz, weil die sind einfach sowas von dumm gewesen in diesem Spiel. Die haben sich einfach mal auf der Map, hat sich der Pfeil, also dieser Pfeil, der auf, halt auf der Map ist, hat einfach mal, ja, so würde ich mal sagen, 10.800 Down the Stairs gemacht. Einfach mal sich, was weiß ich, wie oft im Kreise gedreht und ja, die KI hat einfach mal voll ausgesetzt manchmal. Das war jetzt zum Beispiel, ist das hier jetzt glaube ich nicht so stark der Fall. Und ich merke gerade, ich werde hier noch richtig lange verfahren. Boah, die Runde dauert ja echt extrem lange. Was haben die denn da vorne für eine Zeit? 2,8. Ja, gut, dann hätten wir die doch locker geknackt. So, den hat man auch mal erfolgreich gebaut. Jetzt fährt nur noch der Tuppes da vorne. Nein. Oh, toll, wieder hinten drauf gefahren. Egal, muss ich ja nicht bezahlen. Also von daher. Schwamm drüber.
Da-dum-da-dum. Ach ja, schön, Sonnenuntergang, pixeliger Schatten auf dem Boden. Das fällt mir so gerade das erste Mal auf. So. Dieser Kommentator, das ist gut, dass ich den leiser gemacht habe, weil der geht einem manchmal echt auf die Eier. Also in dem habe ich mich schon öfter genug aufgeregt, weil er einfach mal nicht die Klappe halten kann. Der kommentiert hier wirklich jeden Fuchs und der würde sogar kommentieren, als wenn sein. Der würde sogar kommentieren. Ach, Moment, ach, da ist ein Sack Reis in China umgefallen. Oh. Hier geht's richtig zur Sache. Aber ein Sack Reis ist einfach mal in China umgefallen. Oh, wichtiges Ereignis. Und auch so selten, dass es kommentiert werden muss. Nee, Spaß beiseite. Also das ist manchmal echt übertrieben. Da labert manchmal dann echt doch ein Stück zu viel für meinen Geschmack. Und warum ist eigentlich die Maus da im Bild gewesen? Naja, jetzt ist er wieder weg. Und nicht schlecht. Sehr gut. 1,58 gefahren. Und letzte Runde. Haben wir das Nitro jetzt eben eingesetzt, weil ich jetzt nicht mehr wusste. Ach, verdammt. Ich hätte es für die letzte Gerade einfach nutzen können. Ach, naja, egal. Ist jetzt vorbei. Und da ist der Pixelschatten wieder. Oh ne, jetzt habe ich die Kurve aber falsch genommen. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ach, bei der in der Gelegenheit trinke ich mal was. Ah, ich hab mir den Mund schon fusselig geredet jetzt. Weil so viel habe ich jetzt noch in keinem Video so wirklich geredet. Und ja. Ich kann ja schon mal verraten, was hier nach dem Projekt kommen wird. Und zwar habe ich mich doch dazu gerungen, Battlefield 3 zu LP nochmal. Das kommt direkt hier im Anschluss an Pro Street. Nur weil ich allerdings noch nicht, wie lange ich hier noch verbrauchen werde. Je nachdem, wie ihr euch dazu entscheidet, ob ich alle Rennen machen soll oder ob ich halt einfach mit diesem großen Rennen weitermachen soll. Und ja, das wäre nett, wenn das mal einer in die Kommentare schreiben könnte. Dann entscheide ich mich da und ich fände es ja noch fast besser, wenn ich die anderen Rennen jetzt nicht mehr fahren müsste. Na klar, ich weiß, dass das Geld gibt, aber ich komme halt schneller voran. Naja, schreibt es in die Kommentare. Ich mache das so, wie es in die Kommentare geschrieben wird. Und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und gebe einfach Vollgas. Einfach voll durch diese Wasserteile hier oder was auch immer da drin ist. Und jetzt ist mir auch egal, wie lange ich dafür brauche. Denn ich habe gewonnen. Und das arme Auto fällt auseinander. Wie viele Punkte gibt das? Oh Gott, das glaube ich hat nicht gereicht. Oh nein, ey. Oh. Boah, wo? Wie lange? Ich schlage vor, ich mache das einfach mal eben offscreen. Oder? Wo bin ich denn jetzt Zweiter? Hier. Fahren wir hier mit dem Golf. Ach ja. Die Datei, die ich jetzt gleich ändern werde, die wird doch bestimmt 3 GB groß. Also, die 20 Minuten, die ich sonst immer aufgenommen habe, die waren gut 1 GB groß. Ich habe jetzt locker 50 Minuten. Und hier noch bestimmt 2 GB auf jeden Fall. Naja, stört mich nicht. Ich splitte es ja sowieso. Weg. Oh, was drückt denn der da auf die Bremse? Das ist ein Rennen. Oh Gott. Sitzt kein Fahrlehrer neben dir. Ich glaube, das ist ein ganz normales Grip-Rennen. Also muss ich Gas geben.